Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Tutorial. In diesem zeige ich euch, wie ihr der Herr der Ringe die Gefährten unter Windows 7 spielen bzw. starten könnt. Viele klagen über das Problem, dass wenn sie das Spiel starten, nur einen schwarzen Bildschirm haben und es nicht korrekt startet. Um dieses Problem zu beheben, geht ihr nun wie folgt vor. Zunächst begebt ihr euch hier auf diese Seite und downloadet euch dieses Programm. Ihr müsst euch übrigens nicht wundern, wenn bei euch diese Abbildung nicht angezeigt wird, diese ploppt nach wenigen Sekunden auf. Im Übrigen ist der Link zur Seite in der Videobeschreibung auch verlinkt. Um nun das Programm zu downloaden, klickt ihr einfach auf das Bild hier. Wenn der Download dann abgeschlossen ist, führt ihr den Download aus und installiert das Programm in einen Ordner eurer Wahl. In meinem Fall ist das jetzt einfach der Download-Ordner. Nun startet ihr als Administrator das Programm 3D Analyze. Nun wählt ihr hier unter dem Select-Knopf die Anwendung von Die Gefährten aus. In meinem Falle lautet der Pfad C, Programme in Klammern x86, dann Surreal, dann Fellowship und dann ist hier die Anwendung von Die Gefährten. Dann klickt ihr hier auf Öffnen. So, nun wurde die Anwendung hier hinzugefügt. Jetzt wählt ihr unter dem Reiter Hardware Limits in Klammern CapBits Emulate Other DX8.1 Caps aus und unter dem Reiter Game-Demo-Fixes den Reiter LOTR Texture Fix. Nun könnt ihr das Spiel einfach über den Run-Knopf starten. Wichtig ist noch, dass ihr das Spiel nun immer über diesen Weg startet, da ihr ansonsten wieder das Problem mit dem schwarzen Bildschirm habt. Ich habe übrigens auch eine Folge Kindheitsgames über das Spiel Der Herr der Ringe, die Gefährten gemacht. Und wer Lust hat, kann sich das Video ja gerne mal anschauen. Den Link zum Video findet ihr hier oben rechts im Video. Wie ihr sehen könnt, hat das Ganze gut funktioniert und ist nicht wirklich schwer. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch nun viel Spaß mit dem Spiel Die Gefährten.